Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit. LG hat heute das G3 vorgestellt, das erste Smartphone weltweit mit Quad-HD-Display. Das heißt 4x720p oder einfacher ausgedrückt 2560x1440 Pixel. Dadurch natürlich eine sensationelle Schärfe, wie man ja hier auch an dieser Demo schon sieht. Gerade so ganz kleine Details werden natürlich da kristallscharf dargestellt. 538 ppi, absoluter Rekord. Oder zum Vergleich, das G2 hatte 423 ppi und war ja auch schon super damit aufgestellt. Und auch ein bisschen größer geworden ist es jetzt nämlich mit 5,5 Zoll in der Diagonale statt zuvor 5,2. Aber ich konnte es natürlich nicht lassen, mal ganz hier auf die Schnelle ein eigenes Foto zu installieren und das mal zu vergleichen mit dem bisherigen Rekordauflösungsweltmeister, nämlich hier oben dem ersten HTC One M7 sozusagen. Und dieses Video ist übrigens in Full HD gedreht, deswegen bitte nach Möglichkeit auch unbedingt in Full HD anschauen und dann mal beispielsweise auf diese kleinen Türmchen hier oder auf diesen Kran da rechts achten. Da erkennt man, ja, es ist auch schon auf dem ersten One sehr scharf, aber beim G3 kann man halt doch noch ein paar mehr Details erkennen oder die etwas schärfer herausgearbeitet werden. Gleichzeitig sagt einem dieser Unterschied ja aber auch, dass die Differenzen jetzt nicht so gravierend sind, dass man sagt, boah, wow, sensationell, das ist ja eine völlig andere Welt, was die Schärfe betrifft. So dann auch nicht, aber es ist natürlich für alle, die das Maximum haben wollen und die bestmögliche Bildqualität haben wollen, also wie gesagt, gerade Multimedia-Fans natürlich eine sensationelle Nachricht. Vor allen Dingen gibt es noch viel, viel mehr gute Nachrichten, denn man kann jetzt beispielsweise auch den Akkudeckel hinten öffnen und den Akku bei Bedarf austauschen. Der hat weiterhin 3000 mAh, also genauso wie beim G2, aber damit man jetzt nicht denkt, Mensch, bestimmt kürzere Laufzeit, da hat LG an verschiedenen Schrauben gedreht. Zum einen soll die Grafik-Engine sehr viel sparsamer sein, weil Clever die vielen Bildpunkte ansteuert. Und hier bei dem Akku auch beispielsweise, dass jetzt da die Kathode aus Graphit statt aus Metall besteht und dadurch auch die Laufzeit erhöhen soll. Kurzum, man kann es jetzt noch gar nicht abschätzen, wie es mit der Laufzeit aussieht. Da werden wir dann einfach mal abwarten müssen, bis das finale G3 da ist, den Test machen müssen. Und dann werden wir wissen, wie lang hier der Akku durchhält. Noch eine super Nachricht, hier oben gibt es jetzt endlich einen Schacht für eine MicroSD-Karte. Das waren ja die beiden großen Beanstandungen beim G2, dass viele gesagt haben, super Gerät, aber eben Akku nicht austauschbar, Speicher nicht erweiterbar. Das hat LG beides beseitigt, absolut löblich und auch gleich bis 128 GB. Das derzeit absolute Maximum, was man reinpacken kann beim MicroSD, kann man hier also auch gleich verwenden. Intern gibt es zwei Varianten offenbar, nämlich eine 16 und eine 32 GB Variante. Hier bei der 16er, habe ich mal kurz nachgeschaut, sind ab Werk noch gut 10 GB frei verfügbar. Und es gibt auch zwei Varianten, was den Arbeitsspeicher betrifft offenbar, denn da steht hier auf den Spezifikationen 2/3 GB. Jetzt kann es natürlich sein, dass man in die kleine, also mit 16 GB Speicher, 2 GB Arbeitsspeicher einbaut und in die große mit 32 GB Datenspeicher auch gleich 3 GB reinpackt. Weiß ich jetzt nicht, ist eine reine Mutmaßung meinerseits. Kann auch sein, dass es beide Varianten mit jeweils wahlweise 2 oder 3 Gigabyte Arbeitsspeicher gibt. Zumal mir nämlich auch, deswegen muss ich gerade noch mal öffnen, hier hinten auch aufgefallen ist, dass auch gleich das drahtlose Laden unterstützt wird. Und das ist jetzt, wie gesagt, die goldene Serienrückseite zu diesem goldenen Gerät hier, wie man unschwer erkennen kann. Also das ist jetzt nicht nachgerüstet oder so. Das heißt, dieses Gerät hier unterstützt ab Werk drahtloses Laden nach dem Qi-Standard. Also einfach drauflegen auf die Ladestation das Gerät und dann wird die Batterie drahtlos geladen. Ich habe allerdings auch im Gegenzug solche Hüllen hier beispielsweise gesehen. Man sieht, es gibt auch durchaus andere Farbvarianten, schwarz, weiß, violett, rot. Und da fehlt hier entsprechend dieser Anschluss. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand extra Geld auslegt für eine andere farbige Hülle und dabei dann downgradet sozusagen, dass es nicht mehr Qi unterstützt. Deswegen vermute ich mal, dass es auch, was das betrifft, zwei verschiedene Varianten gibt. Eben halt mit und ohne drahtlosem Laden. Und deswegen, wie gesagt, kann es sein, dass es entweder bedeutet, dass LG jetzt hier verschiedenste Varianten, was Farbe, Ausstattung und so weiter betrifft, zu unterschiedlichen Preisen an den Markt bringt, denn die hat LG ja noch gar nicht verraten.
Oder dass es auch bedeutet, dass eben halt, wie gesagt, es ein kleines Modell gibt, das ohne alles ist und ein großes, das dann vielleicht 100 Euro teurer ist oder sowas und dann alles gleich an Bord hat ab Werk. Das werden wir also mal abwarten müssen. Wo wir gerade bei den Hüllen sind, es gibt selbstverständlich auch noch diese kleinen, das hat man ja im Vorwege schon mal gerüchteweise gesehen. Das heißt, da kann ich dann das Gerät mit reinpacken. Auch hier wieder übrigens, beispielsweise habe ich jetzt eine erwischt ohne. Hier haben wir wieder eine mit dem drahtlosen Laden. Und auch das können wir uns natürlich jetzt nochmal anschauen, selbstverständlich. Warum denn nicht? Packen wir das doch gleich mal hier rein. Dann sieht man auch gleich, wie das aussieht und wie es funktioniert. Denn dann habe ich nämlich den Vorteil, dass ich hier so ein Vorschaufenster habe. Hier ist jetzt nur die Uhr drin, aber es können selbstverständlich auch eingehende Anrufe, SMS, ich kann natürlich auch hierüber entsperren, völlig klar, oder das Gerät auch einfach so, wenn ich jetzt hier bin, lassen wir es mal kurz ausklingen, das geht hier relativ schnell. Musikplayer natürlich, eben halt was so anfällt, kann ich dann darüber anzeigen lassen oder einfach hier aufklappen, dann startet das Gerät gleich. Und wie gesagt, es gibt auch hier diese verschiedensten Varianten mit und ohne Qi-Unterstützung, also das wird nochmal spannend, was das betrifft. Kleinere Änderungen gibt es ansonsten auch noch bei der weiteren Ausstattung. So ist jetzt beispielsweise der Snapdragon 801 als Prozessor verbaut. Vorher war es ja der 800er, das heißt die vier Kerne sind jetzt mit 2,5 statt 2,3 GHz getaktet. Also nicht wirklich immens viel mehr, aber eben State of the Art. Außerdem hier beispielsweise kann man auch in der Zwischenzeit mal kurz die Oberfläche uns angucken, hat sich auch nicht so wahnsinnig viel getan, optisch ein bisschen was hier oben, aber auch jetzt nicht wirklich, was die Funktionalität betrifft. Doch kurz zurück nochmal zur Ausstattung. LTE wird nämlich jetzt auch noch mit Cat 4 unterstützt, also mit bis zu 150 Megabit pro Sekunde statt zuvor 100 und Wireless LAN AC jetzt auch, das fehlte auch noch beim G2, aber der Rest war ja auch schon beim G2 mit dabei. Ja, und nochmal zur Rückseite, da habe ich natürlich mir das Beste noch für zum Schluss aufgehoben. Also zum einen, wie gesagt, verschiedene Farbvarianten, wie wir schon gesehen haben. Hier habe ich jetzt bei der goldenen und die sind auch alle so ein bisschen, ich hoffe, man kann das hören, tatsächlich auch rau. Also das sieht nicht nur so aus, das heißt, das ist tatsächlich so ein bisschen matt und stumpf. Der Finger hat deswegen einen super Grip und vor allen Dingen finde ich einen super Vorteil natürlich im Gegensatz zu vielen Glasoberflächen, dass eben halt keine Fingerabdrücke drauf zu sehen sind. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Nicht zuletzt natürlich das bekannte vom G2 her Konzept, dass hier hinten die Lautstärke-Wippe und eine aus Standby-Taster liegt. Weil, wie gesagt, egal ob mit links oder mit rechts oder was auch immer, quer, Hochbetrieb, immer liegt irgendein Finger sowieso hier in der Gegend und deswegen finde ich das sehr viel ergonomischer, als die Tasten jetzt hier irgendwo in die Flanken da reinzubauen. Das, wie gesagt, war ja auch schon beim G2, finde ich, ein absoluter Höhepunkt. Aber ich möchte hier gerne nochmal auf die Kamera zu sprechen kommen. Einerseits natürlich ein zweifarbiger Blitz, kennt man ja schon vom Galaxy S5 oder iPhone 5S her. Das heißt, da wird die Farbtemperatur des Blitzes angepasst, so weit wie möglich an die Umgebungslichttemperatur und damit soll vermieden werden, dass dann beispielsweise Gesichter so knacke weiß werden und dadurch so krank aussehen. Videos werden jetzt mit 4K, also mit vierfachem Full HD aufgezeichnet, Fotos weiterhin mit 13 Megapixel und das hier drüben, das ist jetzt auch eine weitere Weltneuheit bei Smartphones, nämlich ein Laserlicht. Das heißt, der Autofokus wird hier von einem kleinen Laser unterstützt, beispielsweise vorteilhaft, wenn es relativ dunkel ist und der Autofokus nicht so recht erkennen kann, worauf er scharf stellen soll. Daher springt dann der Blitz ein, aber eben halt nicht in Form von einer LED, das heißt, ich sage nur Stichworte rote Augeneffekte, außerdem dauert das alles relativ lang und dieser Laser soll halt super schnell sein, sodass der Autofokus in weniger als 0,3 Sekunden scharf stellen kann. Irgendwas von 260, 70 Millisekunden oder sowas wurde da erzählt. Das heißt also im Prinzip, so schnell wie ein Blinzeln oder noch schneller soll dieser Autofokus scharf gestellt haben. Und das war natürlich jetzt auch etwas, was ich mir, übrigens Knock-Code, natürlich kennt man ja vom G2, also das war jetzt Knock-On, Knock-Code ist diese Kombination, funktioniert natürlich beides hier. Ein paar neue Features hat man sich auch überlegt. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mal meine Kamera hier nehme und das mal davor halte, schauen wir doch mal, wie wir das mal hinkriegen. Demonstrieren wir das hier jetzt einfach. Man sieht also auch schon beispielsweise, dass er sehr schön auch immer anzeigt, wo er jetzt drauf scharf stellt. Aber ich gehe jetzt nochmal einfach hier irgendwo hin, scharf stellen, zack. Das geht in der Tat wirklich sehr schnell.
Und natürlich auch das Bild ist dementsprechend natürlich schnell gemacht. Aber das macht alles einen guten Eindruck hier, möchte ich meinen, dass es relativ schnell tatsächlich ist. Ob das jetzt 0,3 Sekunden sind, weiß ich nicht, aber verdammt schnell auf jeden Fall. Das scheint auch in der Praxis dann zu funktionieren. Ansonsten habe ich hier natürlich noch ein paar Einstellungen, wie üblich, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Nur was mir beispielsweise schon gefallen hat, ist, dass man jetzt hier die Kameraeinstellung, ich glaube, so kann man das ein bisschen besser erkennen, hier parallel einmal die Fotoeinstellungen, einmal die Videoeinstellungen parallel auswählen kann und dann nicht immer hin und her wechseln muss, was den Modus betrifft, sondern das jetzt hier auf einen Blick hat. Also man merkt halt, so in so ein paar Kleinigkeiten gibt es da durchaus Optimierungen, die auch durchaus sinnvoll sind. Und hier kommen wir jetzt wieder zurück. Genau, da wollte ich hin. Das soll dann hoffentlich jetzt auch reichen als erster Eindruck des LG G3. Preise, wie gesagt, wurden jetzt noch nicht verraten. Verfügbar sein soll es in Deutschland ab Anfang Juli. Verivox.de, da sparen Sie mit Sicherheit.